Hallo, willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Edition von Toffeldraft und diesmal machen wir was Besonderes. Wir spielen Arena. Woohoo! Ja, wir sind in der Zukunft angekommen oder in der Gegenwart der Zukunft. Naja, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Mal gucken, wie das so anschlägt. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren schreiben, ob es euch gefällt oder nicht. Hat einige Vorteile, einige Nachteile. Werden wir darauf eingehen. Let's go. Wir zahlen unsere 1500 Gems und pick die Mythic. Im Toffeldraft bleibt alles wie beim Alten. Ja, eigentlich keine große Frage. Es gibt nichts, was dem irgendwie Konkurrenz macht. Rhythm ist geil. Serratok ist gut, aber nichts geht an der Mythic vorbei. Alright. So, wir wollen natürlich primär schwarz spielen mit unserem Freund hier. Insofern gucken wir, dass wir schwarze Karten nehmen. Die einzige wirklich gute schwarze Karte ist Enforcer. Gut für Rakdos, gut für Ozhov. Ansonsten Inheritance ist spielbar. Üblicherweise eher im Rakdos, um die letzten Punkte durchzudrücken. Im Ozhov kann ich sehen, wenn man so ein bisschen den Stall brechen will, aber da eher weniger. Ansonsten ist aber auch nichts anderes super Gutes drin. Counterspell ist fair. Klar, wenn man eine Marke gibt, ist klasse. Fee ist okay, der ist gut. Alles so mittelmäßige Karten. Wir freuen uns aber, dass wir eine weitere schwarze Karte nehmen können, die auch ziemlich gut mit dem zusammenpasst. Zwei Drops, nicht geblockt werden. Ist schon ganz gut. Hier kommen wir in ein kleines Dilemma. Jetzt haben wir nämlich nichts, was wir wirklich nehmen wollen in unserer schwarzen Farbe. Und auch nichts, was wir wirklich in irgendeiner anderen Farbe nehmen wollen. Insofern müssen wir uns mal überlegen. Bladebrand ist fein. Kann man ab und zu mal spielen, ist nie wirklich schlecht. Hat ein paar gute Synergien mit so schlechten Kreaturen oder Tokens oder diesem roten Mann, der einen Schaden auf alles macht. Das ist natürlich das Nonplusultra, aber jetzt nicht so wirklich wichtig, vor allem da wir den noch nicht haben. Undercity Embrace ist fair. Üblicherweise will man eine Main Deck haben, aber man wäre auch sehr zufrieden, wenn man keine hat. Roustabout auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich mag den Operator eigentlich ganz nett. Ich mag ihn sehr. Der ist, wenn man im aggressiven Deck ist, natürlich gut, weil man dann häufiger racen kann. Auch im defensiven Deck kann man eher dahin, die Spiele lang zu ziehen. Und ich glaube, den nehme ich hier auch. Nichts überzeugt mich wirklich. Man könnte den Guildgate nehmen, würde ich auch sehen. Aber im Moment bin ich noch nicht so überzeugt. Ja, auch nicht super viel. Die Karte ist gut, aber wir sind weit davon entfernt, einen der beiden Karten spielen der Farbe und versuchen natürlich noch irgendwie den Spawn möglich zu machen. Cry of the Canarium ist in beiden schwarzen Decks irgendwie merkwürdig. Ne? Im Rakdos-Deck ist es aggressiv und da will man seine eigenen Kreaturen nicht zerstören. Im Ozhov-Deck sind die Afterlife-Kreaturen meistens so gebaut, dass sie daran sterben. Also zumindest ein paar davon. Aber man spielt natürlich dann auch die Tokens und irgendwie passt die Karte nicht so gut in irgendwas rein. Und ansonsten haben wir hier nicht viel zu tun. Der Shade ist praktisch schon spielbar und man sollte nie, 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 niemals ihn im Deck haben. Es sei denn irgendwie, man braucht sechs One-Drops oder so, aber man, gut, ich glaube, man fährt gut damit, wenn man den nie im Deck hat. Orbs of Locket ist vielleicht spielbar, aber wir wissen ja nicht mal, ob wir Orbs finden, deswegen nehmen wir die Mockery. Mockery ist nicht hyper gut, aber wenn man im gegnerischen Combat spielt, ist es praktisch ein Removal. Manchmal hat man vielleicht noch eine Afterlife-Karte, manchmal macht man damit Damage. Gibt schon ein paar nette Synergien. So. Hier ist ein Gates Ablaze. Und wie wir vielleicht schon mitgekriegt haben, das ist einer der größten Unterschiede auf Magic Online im Vergleich zu Arena. Also, dass in Arena die Bots draften und Bots nach Programmen funktionieren und manche Programme natürlich total schlecht ausgeführt sind. Und in dem Fall nehmen die Bots keine Gates-Karten und keine Gates. Das heißt, jede einzelne Karte, primär sehr wahrscheinlich, die irgendwas mit Gates zu tun haben, wird man bekommen. Und Gates Ablaze und natürlich auch die anderen Gates-Karten sind absurd gut, wenn man sie einfach alle bekommt. Das gesagt, wir haben natürlich einen Spawn, der irgendwie jetzt nicht so in unser Gate-Deck passen will. Keine von den Karten wirklich. Aber ich glaube, die, was auch immer das ist hier, Insektendrohne,
ist nicht gut genug, um uns zumindest den Weg offen zu halten. Und die Idee dahinter ist, dass die Bots alle Gates nicht nehmen und dadurch kriegt man es hin. Insofern gucken wir mal, was hier passiert. Und ja, wir werden weitersehen. Gates Blaze. Jetzt sind wir natürlich daran interessiert, einfach die Gates zu nehmen. Und ich befürchte mal, dass wir Schwarz nicht wirklich spielen werden. Beziehungsweise nicht mehr, jedenfalls den. Und dass wir eher im Grün landen. Insofern nehmen wir einfach erstmal alle Gates und gucken, wohin wir laufen und ignorieren jetzt die anderen Sachen. Ja, solange wir einfach nichts Besseres finden, bleiben wir. Rhythm of the Wild. Interessant. Das ist natürlich eine starke Karte. Aber sehe ich nicht. Und da seht ihr, die ganzen Gates gibt es einfach wieder. Oh, hier gibt es kein Gate wieder. Buh. Hier nehmen wir Quench, weil es irgendwie die einzige Karte ist, die da reinpasst. Und das Gate. Und den da. Und, Growth Spiral. Perfekt. Genau das, was wir haben wollen. Okay. So. Jetzt gucken wir natürlich primär nach Karten, die irgendwas mit Gates zu tun haben. Wir können mal den hier. Vielleicht bleibt der, aber. Odds of Infer, der könnte auch bleiben. Okay. Im Moment könnten wir noch theoretisch alles spielen, aber wir werden mal sehen. Nikita of the Old. Nikia of the Old Ways. Wir sind schon sehr daran gebunden, irgendwie Spells zu machen, ne? Das heißt, den wollen wir eher nicht nehmen. 4 Damage auf eine Kreatur und 2 auf alle anderen. Wenn wir irgendwas mit Power 4 haben, haben wir im Moment noch nicht. Aber daran kann man ja arbeiten. Der ist natürlich ganz gut als defensive Karte. Der Eel ist ganz gut. Ich glaube, wir nehmen hier mal das Removal. Die Frage ist, welches von beiden? Geitether ist natürlich eigentlich auch super gut, weil es billig ist. Das habe ich noch nicht so viel gespielt. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas, was damit funktioniert. Wie zum Beispiel diese Ramme. Die absurdeste Karte im ganzen Format, wenn man das Gate Deck spielt. Wirklich komplett gestört. Also wenn wir Simic Guild Gate machen, Ghoul Guild Gate, Untapped Land ist wie 4, Tapped Guild Gate 5-5, Vigilance. Bam. Growth Spiral an Turn 2 vielleicht noch ein bisschen mehr. Insofern, ja, es gibt keinen Grund, die nicht zu nehmen und ich glaube, es ist einfach auch eine komplett absurde Karte an sich. Auch wenn man jetzt nicht super viele Gates spielt. Ja, hier ist nicht super viel. Ich kann den sehen. Der hält ein bisschen alles auf. Der Duelist ist auch fair. Das Gilke kommt wahrscheinlich wieder. Insofern kümmern wir uns eher um die anderen Sachen. Bustrider oder Duelist. Dadurch, dass man Gate Deck meistens das Endgame gut unter Kontrolle hat, nimmt man erstmal am Anfang die billigen Karten. Insofern, ich glaube, wir nehmen erstmal den. Oh, Growth Spiral ist gut. Hier ist nichts, was wir wirklich haben wollen. Die Karte ist fair, aber Growth Spiral ist deutlich besser. Und wenn wir irgendwo was sehen, was wir am Ende spielen wollen, können wir es natürlich auch machen. Die, na, ist nicht unbedingt notwendig. Hier könnten wir wieder ein Guild Gate nehmen. Rot-grüne Guild Gates sind klasse, weil sie grün als Hauptfarbe supporten und das Gates Blaze, was man auf jeden Fall manchmal auch Turn 3 spielen will. Hier ist der Engel. Ding, 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 ding. Gut fürs Racen. Gut für. Ja, einfach so viele Situationen, in denen man zurückliegt. Nichts wollen wir hier haben. Außer vielleicht das Guild Gate. Ich sehe uns zwar nicht irgendwie den Spawn spielen, aber wir wollten davon sowieso nichts haben. Hier ist auch nichts so wirklich. Vielleicht. Na, Locket spielt man auch nicht wirklich. Vielleicht spielen wir noch einen Quench. Ja. Mal gucken. Hier nehmen wir wieder ein Guild Gate. Und. Ja. Skewer the Critics ist okay, I guess. Ich meine, der ist für uns zu häufig 3 Schaden für 3 Mana. Den können wir ins Sideboard packen. Bin ich noch nicht so sicher. Ich glaube auch. Wir nehmen das mal. Oh ja, der ist natürlich klasse. Kann man hinlegen, macht ein bisschen Leben. Manchmal will man auch das spielen, kann ich schon sehen, aber wir nehmen den da und ich kann auch so einen Imp nehmen, der macht manchmal ein bisschen Leben.
Hier wollen wir auf gar nichts. Ah, na, wahrscheinlich hätte man einen Ankammer nehmen sollen für die Collection. So. Der ist richtig gut. Sehr gute Karte, um früh einfach zu blocken. Der ist natürlich auch in der Theorie richtig gut, aber wie ihr das vielleicht festgestellt habt, wird das Mana ein bisschen komplizierter. Insofern nehmen wir einfach den. Wir hätten gern noch so ein paar Endgame-Karten. Put a counter on target creature. Der ist auch gut. Wollen wir das mal ausprobieren? Grün, blau. Huh? Worauf können wir denn so Marken packen? Die Ram, so ein Lifeling-Vampir. Ist vielleicht ein bisschen langsam, huh? Aber wir probieren es mal aus. Habe ich noch nie so ganz gemacht. Eigentlich will man ja ein Counterspell haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie unsere Mana-Basis aussieht. Also ich glaube, unser Spawn macht es nicht so wirklich. Wir haben ein paar Hours of Gilgit, das ist fair, Rakdos. Wir wollen natürlich irgendwie grün und blau, wenn wir grün und blau als Halbfarbe spielen können. Aber das ist auch nicht so schlimm, wenn wir grün und blaue Länder spielen und den Rest einfach spielen. Das finde ich auch nicht so schlecht. Einfach um an die wichtigen Karten zu kommen. Vielleicht ist es auch das, was wir hier nehmen. Ein Counterspell zu haben ist auch nicht schlecht. Auch wenn der jetzt nicht so der allerbeste ist. Wir wollen auf jeden Fall nicht den, der macht einfach nichts. Den kann man auch nehmen. Er ist einfach dick. Dick und blocken. Aber der kommt bestimmt wieder. Wie stabil müssen wir sein? Ja, ich glaube, mir gefällt, eine davon zu nehmen. Der ist natürlich die gleiche Karte, nur in besser. Einfach weil man meistens genau eine Karte sucht. Creature or Land. So eine Ramme oder so ein Engel. Und er blockt. So ein Gateway Colossus wäre noch ganz geil, ne? Aber ich glaube, an dem Punkt können wir vielleicht gar nicht mehr spekulieren, reinzukommen. Wir haben jetzt 8 Guild Gates. Wir wollen üblicherweise mehr. 9 bis 10 Semi-Guild Gates ist aber einfach super gut. Deswegen nehmen wir das. Eine Runde antappen. Und hier nehmen wir auch noch ein Semi-Guild Gate. So, was haben wir hier? 6, 4, 8, 10 Guild Gates. Das ist fair. Man kann ruhig eine mehr spielen. Man kann auch ein paar mehr spielen. Slimebind ist gut, ne? Wir müssen schon überlegen, ob wir irgendwie was machen können, um zu gewinnen. Homunculus, nee. Open the Gates. Open the Gates finde ich gut. Können wir zocken. Ist praktisch alles. Ich wäre nicht so traurig, wenn dieses Ding wieder kommt, was einschaffelt. Hier nehmen wir mal das. Ich hoffe, das. Ich glaube, das gab es nochmal. Azurius Guild Gate. Ja, warum nicht? Den spielen wir auch noch. Da weiß ich nicht genau. Hier nehmen wir die Ankamen, oder? Gibt es irgendwas, was man unbedingt kaputt machen will? Ja, wahrscheinlich schon. Reclamation. Ja, ich glaube, das schaffe in Ding Absicht. Na gut, dann müssen wir. Ah, so ein Kolossus wäre halt schon geil gewesen, einfach weil wir dann nicht so viel Probleme mit dem Gewinnen. Aber wir haben die Ascendancy, insofern ist es okay. 41 Karten bei 5, 9, 10, 11, 17 Ländern. Sind es 16? Das sind 16, ne? 5, 6, 8, 10, 17. Ah, ja, okay. So, wir wollen aber manche Länder einfach überhaupt nicht haben. Insofern gucken wir das gleich mal an. Wollen wir den Spawn spielen? Doppelschwarz. Können wir das von unseren Guild Gates erlauben? Wir haben 4 Guild Gates, die schwarz machen. Wir spielen sicherlich kein Swamp. Ja, wahrscheinlich. Na, ich glaube, zumindestens. Ja, die ist nicht gut genug. Aber zumindestens der Imp sollte mäßig sein und der Enforcer sollte gut genug sein. Haben wir irgendwas anderes? Wir können Junk-Troller spielen. Finde ich nicht super absurd. Finde ich witzig. Machen wir. Was haben wir jetzt hier? Wollen wir eine Plains spielen? Also, wir können eigentlich auch den hier rauswerfen, so theoretisch. Würden wir irgendwas stattdessen spielen? Das Embrace. Ja, das sehe ich ein. Okay. Man könnte auch überlegen, einen Dead Rebels zu spielen. Aber so, das heißt, wir brauchen auch keine Plains. Und jetzt spielen wir. Jetzt haben wir 3, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Achso.
7, 11, 12, 15. Achso, jetzt müssen wir wieder eine cutten. Jetzt haben wir eine Karte zu viel. Doppelquench könnte zu schlimm sein. Nehmen wir eins raus. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Grün, oder? Wir haben jetzt wie viel Grün? 7, 8 Grün. Und dann können wir noch einen Forest spielen. So. Und dann haben wir 6 Blau. 6 Blau ist ein bisschen wenig, ne? Ach, dich wollen wir auch nicht. Okay. Könnten wir 18 Länder spielen? Hm. 18 Länder. Hier gibt es auch nichts, was Länder holt. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Können wir noch ein Blau spielen? So. Und noch ein Blau. Jetzt haben wir 6 Basics und 12 Guild Gates. Right. Und Mountain spielen wir einfach, falls wir den suchen müssen. Alright, done. Na dann, gucken wir mal, wie es läuft.